Letzte Woche hat jemand auf YouTube kommentiert, ja, ist ja alles schön und gut mit diesen Kettenbrüchen, ne, also auch hier mit dem goldenen Schnitt und so, und selbst das, wenn wir das hier machen, was wir gerade gemacht haben, mit der Wurzel 10, also den Kettenbruch, feststellen, dass ein Kettenbruch gerade Wurzel 10 repräsentiert, ist ja alles ganz schön und gut, aber wie geht es denn andersrum? Also, ich habe die Wurzel 10, und die würde ich gerne als Kettenbruch darstellen. Und ich weiß sonst nichts drüber. Das ist ein bisschen schwierig. Genauso Wurzel 2. Ne? Wir wollen jetzt mal Wurzel 2 als Kettenbruch darstellen. So, wie kann man das machen? Ne? Wurzel 2. So, das zeige ich Ihnen jetzt. Und dem Kommentator auf YouTube auch damit. Ja? Ich habe dann hingeschrieben, machen wir nächste Woche. So. wie das funktioniert. Also wir wollen Wurzel 2 als Kettenbruch darstellen. Ja, Wurzel 2 als Kettenbruch. Was ist nochmal Wurzel 2? Wenn man es als Dezimalbruch mal annähert, was ist Wurzel 2 ungefähr? 1,414 und dann? 2 und so weiter und so weiter. Irgendwas, ne? So. Ja, das ist unsystematisch bei Dezimalbrüchen. Unendlich unperiodisch. Deswegen Irrationalzahl. Ja, was machen wir damit? Da gibt es ein spezielles Vorgehen, wie man anfangen kann, solche Kettenbrüche zu entwickeln. Da wird man mitunter, mal früher, mal später, vielleicht auch gar nie, aber manchmal auch relativ früh, auf ein System stoßen. Und zwar macht man das folgendermaßen. Das ist jetzt mal unser x. Und das nennen wir jetzt mal x0. Ja? So, wir wollen x0 durch einen Kettenbruch darstellen. Jetzt machen wir Folgendes. Jetzt bilden wir, oder nee, das nennen wir x, pass auf. Das ist unser x, ja? Jetzt bilden wir x0. So, x0 ist nichts anderes als unser x zur nächsten ganzen Zahl abgerundet. Kennen Sie dieses Symbol da? Abrunden. Ja. Beispiel 3,14. Hoppala. Abgerundet. Zur nächsten ganzen Zahl ist einfach 3. Ja. So. Oder minus 2,57. Abgerundet ist minus 3. Also gerade die nächstniedrigere kleine ganze Zahl nehmen. Nächstniedrigere ganze Zahl. So. Also hier in dem Beispiel x0, ich nehme jetzt von x die nächstniedrigere ganze Zahl 1. Ja, x0 ist 1. Ich lasse jetzt hinten die Dezimalstellen weg, weil wir im Positiven sind. Also x0 ist gleich 1. Jetzt weiß ich Folgendes, mein x ist dasselbe wie x0 plus x minus x0. Ja? Also, ich bilde mein x0, ich nehme hier die nächstkleinere ganze Zahl, das ist 1. Und jetzt sage ich mein Beispiel, nichts anderes als x ist gleich 1 plus x minus 1. Ja? Sie werden gleich sehen, worauf es hinausläuft. Das hier ist dasselbe wie das da. Ne? x0 plus, und dann nehme ich einfach 1 durch das, was da steht. Ist dasselbe. So.
Sie sehen, es läuft aus so einer Kettenbruchentwicklung raus. Ne? Ich habe den ganzen Anteil, also die nächstkleinere ganze Zahl hier rausgezogen. Und um den Fehler wieder gut zu machen, habe ich x drauf addiert und das Ganze wieder abgezogen. Und das da hinten forme ich in so einen Bruch um. So. Jetzt kann man mal schauen, was ist denn hier mit dem 1 minus x, 1 durch x minus x0. Das nennen wir mal y1. Ist gleich mein 1 durch x minus x0. Wir wissen, x0 ist die nächstkleinere ganze Zahl. Das heißt, x minus x0, wir wissen, x minus x0 liegt irgendwo zwischen 0 und 1. Ne? Irgendwo da dazwischen. Nee, da ist kein kleiner. So. Wir wissen, x minus x0, die Differenz liegt irgendwo zwischen 0 und 1. Und ich sage gerade, x minus x0 ist in unserem Fall 0,4142 und so weiter. Das heißt aber, dass y1, wenn x minus x0 irgendwo zwischen 0 und 1 liegt, ist das hier größer als 1. Ja? Das hier liegt irgendwo zwischen 0 und 1, x minus x0, also ist 1 durch das hier irgendwie größer als 1. Also ist dieser Teil hier unten, das ist ja gerade, habe ich ja y1 genannt hier, dieser Teil hier, das was hier im Nenner steht, ist größer als 1. Das heißt, da kann ich wieder den ganzen Anteil rausziehen. Und jetzt wiederholt sich alles, ne? Bis in die Unendlichkeit. Machen wir es mal bei unserem Beispiel hier. Was ist unser y1 in unserem Wurzel-2-Beispiel? Das ist ja nichts anderes als 1 durch Wurzel 2 minus 1. Hm? Oder? Ja. So, also in unserem Beispiel ist das hier x0 ist gleich 1 plus 1 durch, oder ich mache das, na, das vermische ich gerade Beispiel und Allgemeines hier, ne? Mache ich jetzt hier am besten. Also x ist also gerade 1, ja, 1 plus 1 durch 1, x minus 1. Also ich habe den Teil hier hinten genommen und entsprechend so als Bruch umgeformt. Und das ist gleich wie 1 plus 1 durch, und das x war ja Wurzel 2. Ne? So. Kontrollieren wir nochmal, ob wir nicht falsch sind. Also wir haben, hier steht nichts anderes als Wurzel 2 minus 1, dann haben wir 1 plus Wurzel 2 minus 1 ist Wurzel 2, das ist das x. Okay. Jetzt forme ich das hier unten mal so geschickt um, dass wir sehen, worauf es hinausläuft. Ja? Jetzt können wir denselben Trick wie vorhin nehmen. Wir nehmen hier die dritte binomische Formel. Na? Oder? Ja, machen wir mal. Mit der dritten binomischen Formel erweitern, dann haben wir hier Wurzel 2 plus 1 und unten Wurzel 2 minus 1 mal Wurzel 2 plus 1. Schreiben wir es mal ganz ausführlich hin. So, das ist das gleiche wie 1 plus 1 durch Wurzel 2 plus 1. Und hier unten steht Wurzel 2 minus 1 mal Wurzel 2 plus 1, also 2 minus 1 ist also 1. Ne? A Quadrat minus B Quadrat, 2 minus 1. 1. Also nach meinem ersten Schritt steht hier 1 plus 1 durch Wurzel 2 plus 1. Und das hier unten ist ja nichts anderes als mein y1. Wir haben festgestellt, dass y1, das muss größer sein als 1. Das stimmt auch. So, und da ziehen wir jetzt wieder den ganzzahligen Anteil raus. x1 ist gleich gerade das y1 zur nächsten ganzen Zahl abgerundet. Und in unserem Fall ist das die 2.
Na? Wir haben hier Wurzel 2 plus 1 stehen, also 2,141 irgendwas. 2,414 irgendwas. Das heißt, der ganze Teil, den wir hier rausziehen, ist die 2. So. Ist gleich 1 plus 1 durch 2 plus 2. Jetzt muss ich hier wieder diesen Teil nehmen, plus Wurzel 2 plus 1 minus 2. Ich muss diesen Fehler wieder korrigieren. Ich schreibe jetzt hier 2 hin, ich nehme den ganzen Anteil raus, den ziehe ich hinten wieder ab und ansonsten lasse ich da stehen, was da steht. So, das ist also gerade 1 plus 1 durch. Diesen ganzen Anteil, den wir rausgezogen haben, den lassen wir schön hier vorne stehen, da wollen wir ja zum Kettenbruch hin. Und das hier hinten, dann machen wir das gleiche wie vorhin, 1 durch 1 durch Wurzel 2. Wurzel 2 plus 1 minus 2 ist selbe wie Wurzel 2 minus 1. Wurzel 2 plus 1 minus 2 ist dasselbe wie Wurzel 2 minus 1. Ich sehe ein bisschen kopfschüttelnde Gesichter. Fassen wir es nochmal kurz zusammen. Der Weg ist der folgende. Ich will Wurzel 2 als Kettenbruch schreiben. Ich ziehe den ganzen Anteil raus, also die nächstkleinere ganze Zahl. 1 plus, und dann rechne ich erstmal 1 plus x minus 1. Ne? X ist gleich x. Ich ziehe den ganzen Anteil raus und ziehe ihn hinten wieder ab. Lass x in der Mitte stehen. So. Und dann nehme ich diesen ganzen Anteil, den ich rausgezogen habe, der gibt meinen vorderen Teil im Kettenbruch und das da hinten mache ich einfach sozusagen als Kehrwert vom Kehrwert 1 durch 1 durch x minus 1. Den hinteren Teil wandle ich einfach so um, dass ich das einfach zweimal nach unten wandern lasse. So. Jetzt habe ich hier unten was stehen, in meinem Fall ist es das hier, das ich jetzt noch mit algebraisch umformen kann, das ist das da, ja, 1 durch Wurzel 2 minus 1 ist dasselbe wie Wurzel 2 plus 1, das ist größer als 1, also kann ich hier wieder das gleiche machen, ich ziehe die nächstkleinere ganze Zahl raus, die ist in diesem Fall 2, weil Wurzel 2 plus 1 2,414 irgendwas ist, ziehe die 2 raus, lasse stehen, was da stand vorher und ziehe die 2 hinten wieder ab, damit ich immer noch keinen Fehler einbaue. Ja? So. Das ist ja gerade die Zahl, die ich hier stehen lassen will im Kettenbruch und das hinten nehme ich wieder als Kehrwert vom Kehrwert. Und jetzt könnte ich hier weitermachen. Ich nehme jetzt wieder das hier. Das muss wieder größer sein als 1. Ich ziehe den ganzen Anteil raus, drehe den Rest um, daraus ziehe ich wieder den ganzen Anteil raus, drehe den Rest um und so weiter und so weiter. Und das geht immer so schön eine Kettenbruchentwicklung. Nur in dem Fall kann ich aufhören. Warum? Ja? Ja, ich will nicht abrunden, ich will den Kettenbruch, der exakt Wurzel 2 rausgibt. Wenn wir das jetzt nochmal machen, dann hätten wir ja 0. Wieso haben wir 0 irgendwo? Weil Wurzel 2 minus 1 ist doch 0,8. Ja, aber wir haben hier 1 durch Wurzel 2 minus 1. Diese Zahl hier ist größer als 1. Die Zahlen sind immer größer als 1. Ja? 1, das hier, genau, das müssten wir jetzt betrachten als nächstes. Ne? Das haben wir aber hier schon betrachtet. Was war denn das da? Worauf führt denn das? Wieder auf 2 plus das, ne? Genau. Das haben wir ja gerade hier mühsam umgeformt und das wurde zu dem hier. Und dann haben wir da die 2 rausgezogen. Das da führt zu nichts anderem als 1 plus 1 durch 2 plus. So, jetzt nehmen wir das wieder. 1 durch 2 plus und wieder zu dem da. Und das wieder 1 durch 2 plus und so weiter und so weiter. Sodass wir letztlich kommen auf 1 Periode 2.
Das hier ist Wurzel 2 als Kettenbruch. Das Verfahren, Sie ziehen die nächstkleinere ganze Zahl raus, addieren es vorne drauf, ziehen es hinten wieder ab, dann nehmen Sie den letzten Teil, bilden den Kehrwert vom Kehrwert, ne? Also wieder einfach doppelt gemoppelt nach unten in den Nenner. Ne? Dann nehmen Sie das, was da unten steht, unterm Nenner, unten im Nenner, das muss wieder größer sein als 1 und machen dasselbe nochmal. So. Immer weiter, immer weiter, immer weiter. Sie werden vielleicht gar kein System feststellen, aber manchmal stellt man ein System fest und dann kann man aufhören, dann kann man es periodisch hinschreiben. Ja. Okay. Kann sein, dass Sie jetzt ewig so weitermachen und nie zum Ziel kommen, aber wir haben vorhin festgestellt, es mag ja auch sein, dass Sie nach 4 oder 5 oder 6 Entwicklungen einfach schon aufhören, weil die Annäherung so verdammt gut ist. Ja? Denn dadurch, dass Sie jetzt hier, wenn Sie jetzt hier nach 4 oder 5 Schritten aufhören und sagen, ist okay so, wenn Sie das dann als gemeinen Bruch umformen, dann sind Sie als gemeiner Bruch relativ dicht an der Zielzahl dran. Das heißt, Sie kriegen über ein solches Verfahren einen gemeinen Bruch, Sie könnten es auch aufhören, einen gemeinen Bruch, der die irrationale Zahl relativ gut annähert rauskriegen. Wie hier oben bei Wurzel 10, ich meine, wer von Ihnen wäre auf die Idee gekommen, Wurzel 10 mit 721 228stel anzunähern? Keiner. Ja, oder kommt man nicht so einfach drauf. Aber wenn man den Kettenbruch nimmt, die ersten 3 Entwicklungen durchführt und das Ganze dann in einen gemeinen Bruch überführt, hat man eine rationale Zahl, die die irrationale Zahl relativ gut annähert. Und ich kann dann schon aufhören. Okay. Ja? Ich hätte nur 2 Kleinigkeiten. Mhm. Ja, richtig, weil kann gar nicht, wenn es eine irrationale Zahl ist, dann müsst ihr sozusagen die von vornherein schon abbrechend gewesen sein, eine Dezimalbruchentwicklung, ja. Und dann haben Sie wieder geschrieben, wir runden y1 ab, aha, aber y1 stimmt ja nicht, oder? Wir runden ja den Teil, der im Nenner steht, ab und nicht unser oben schon definiertes y1, oder? Nach meinem ersten Schritt, x ist gleich mein x0, das war das Abgerundete, ne? Plus x minus x0, dann ist das Ganze x0 plus 1 durch y1. Das ist das hier. Das ist größer als 1. Das hier ist mein y1. Das ist mein y1 hier. Und ich habe an der Stelle nichts anderes gemacht als algebraisch umgeformt. Das ist exakt das Gleiche. Da dürfen Sie jetzt nicht verwirren, dass das hier kein 1 durch noch drüber steht und so, ne, sondern, ja. Okay, weitere Fragen? Das können Sie auch gleich nochmal selbst ausprobieren.